Jetzt dürfen wir Ihnen einen besonderen Höhepunkt unseres Konzertes präsentieren. Die Uraufführung des Taufherrliedes in der Bearbeitung für Blasorchester. Peter und Hans Oberholenzer, die Zechen der Brüder, spielten 1967 mit dem Gedanken, eine Oberkrainer Besetzung für das Taufherrtal zusammenzustellen. Das ist ihnen auch gelungen. So hatten dann die Brüder Peter, Hans und Franz Oberholenzer gemeinsam mit dem Josef Brend, dem Hittelbeppe aus Mühlen, und mit dem Karl Oberholenzer, dem Köhler Karl aus St. Johann, am Stephanstag 1967 ihren ersten Auftritt. In der Spielzeit von 1967 bis 1984 wechselten die Musikanten der lustigen Taufer mehrmals. Hans und Peter waren die gesamten 17 Jahre Kopf der Gruppe. Karl Oberholenzer wurde später von Hans Oberhofer, dem Weißner Hans aus Luttag, ersetzt und 1969 kam Rudolf Kirchler am Bariton dazu. Die Gründung der Gruppe fand großen Anklang und sprach sich schnell herum. Auch David Oberholenzer erfuhr davon, und zwar im Gefängnis in Bozen, in welches er aufgrund der Verhaftungswelle in Mühlen gebracht worden war. Dort schrieb er die Textvorlage für das bekannte Taufererlied. Alleine und weit weg von daheim beschrieb er die Sehnsucht und das Heimweh nach seinem geliebten Heimatdorf Mühlen. David Oberholenzer, der selbst auch schon vor seiner Verhaftung bei einer Tanzkapelle mitgespielt hatte, ließ über seine Frau Hedwig den Text Peter Oberholenzer zukommen. So hatte David Oberholenzer als erster die Idee, ein Lied über Mühlen zu schreiben. Peter Oberholenzer setzte sich sogleich in die alte Stube beim Zechentag, neben sich seine Klarinette, und er begann mit Hilfe eines Tonbandes eine Stimme nach der anderen zur Textvorlage zu komponieren. Schließlich, es war bereits am frühen Morgen, da sagte sich der Peter, so, jetzt haben wir's. Entstanden war das Tauferlied, ein Walzer, der die Sehnsucht nach Heimat beschreibt. Der melancholische Klang und die ausdrucksvollen Melodien untermalen den Text der Heimatverbundenheit. Unter anderem heißt es im Lied, der schönste Ort, ich denke so oft an dich. Erstmals öffentlich zur Aufführung kam das Taufererlied bei der Hochzeit von Josef Forach, Egitz Beppe, im Sommer 1968. Den Gesang übernahmen dabei die Geschwister Forach, Meissengitschen. David Oberholenzer hingegen musste noch fast 4 Jahre warten, bis er vom Gefängnis zurückgekehrt war. Erst dann, 1972, hatte er die Möglichkeit, das Taufererlied in Peters endgültiger musikalischer Fassung zu hören. Das Lied wurde am 27. Juli 1971 im Bavaria Tonstudio in München auf der ersten Platte der lustigen Tauferer aufgenommen, im Gesang unterstützt von Anton Heidacher, Longstorner Ton. Das Lied erfreute sich nach wie vor großer Beliebtheit. Wie kam es aber zur Idee der Bearbeitung des Liedes für die Musikkapelle Mühlen? Unser Kapellmeister Stefan Zösch kam mit dem Taufererlied erstmals schon in früher Kindheit in Berührung. In einer zu Hause am Dachboden gefundenen Schallplattensammlung kam ihm eine Singleplatte der lustigen Tauferer mit dem Tauferlied und der Mühlener Polka in die Hände. Nachdem die meisten anderen Platten aus seiner Sammlung von bekannten Radio- und Fernsehgrößen der Vergangenheit stammten, hatte die Platte der lustigen Taufer und der Oberkrainer Musik generell für ihn eine besondere Bedeutung. Es war damals etwas Besonderes, dass eine Tanzkapelle aus seiner Nähe eine eigene Schallplatte aufweisen konnte.
So spielte er die Langspielplatte mit dem Taufrarlied über die Jahre unzählige Male auf und ab. Erst nach und nach erfuhr er, wer sich hinter dem Taufraum verbirgt. Den Komponisten Peter lernte er schon früher in Blasmusikkreisen kennen, den Texter David eigentlich erst nach seinem Kapellmeisterantritt in Mühlen vor wenigen Jahren. Tiefgreifend war für Stefan an dieser Stelle zudem noch zu erfahren, unter welchen Umständen David den Text verfasst hatte. Davids Worte kamen mit Sicherheit aus dem tiefsten Inneren, geprägt von Sehnsucht und Heimweh nach seinem geliebten Mühlen. Stefan reizte der Gedanke, eine Blasorchesterfassung für die Musikkapelle Mühlen zu schaffen, da er das Lied seit seiner Kindheit mit einem gewissen persönlichen Mythos verbindet. Aber auch, weil ehemalige Mitglieder der Gruppe sowie der Texter selbst aktiv in der Kapelle, die er dirigiert, mitspielen. Er hofft, damit den lustigen Tauferern sowie der Musikkapelle und der Mühlener Bevölkerung eine kleine Freude zu bereiten. Und das ist ihm auch gelungen. Danke, Stefan, für die Bemühungen. Wir gratulieren zum gelungenen Ergebnis.